Dieser Techniker ist einer von 40, die in der ostukrainischen Industriestadt Kramatorsk täglich den Wettlauf gegen die Zeit antreten. Russische Truppen greifen gezielt die Energieinfrastruktur an und die Mitarbeiter der Stadtwerke reparieren sie wieder so rasch wie möglich, unter hohem Risiko für die eigene Gesundheit. Schließlich arbeiten sie auch bei Raketenalarm weiter. Kramatorsk liegt in der Region Donetsk, die teilweise von Russland besetzt und Schauplatz heftiger Kämpfe ist. Wie das ganze Land leidet die Stadt unter den Stromausfällen, erzählt der technische Leiter der Stadtwerke. Fast jeden Tag steht das Elektrizitätswerk in Kramatorsk wegen des massiven Beschusses der Ukraine still. Und auch die gesamte Fernwärmeversorgung der Stadt wurde eingestellt. Jedes Mal müssen wir wieder von vorne anfangen, um alle Gebäude mit Wärme zu versorgen. Und wir haben 526 davon. Die Techniker werden wegen ihres unermüdlichen Einsatzes als Helden gefeiert. Bezahlt werden sie trotzdem schlecht, mit etwa 150 bis 200 Euro im Monat. Das ist die Hälfte des Durchschnittslohnes. Von den widrigen Umständen lassen sie sich dennoch nicht aus der Ruhe bringen. Arbeit ist Arbeit, wie immer. Wenn es ruhig ist, arbeiten wir normal. Wenn geschossen wird, arbeiten wir einfach schneller. Der Wettlauf gegen die Zeit ist in vollem Gange. Doch das größte Problem kommt erst noch, die Kälte. Derzeit liegen die Temperaturen hier bei knapp unter 0 Grad. Im tiefsten Winter können es bis zu minus 20 Grad werden.